Nee, ich hab den Tisch hauen. Das hört man schön. Ja, das hört man schön. Spring, 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 spring. Tanz, 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 tanz. Können alles sein. Ja, aber schon Waffelherrschen auf vorne waren. Wie trocken sind die? Eher so schleimig. Nee, die sind okay. Gott steht. Möge Gott uns allen beistehen. Hi und herzlich willkommen zur Episode. Hi. Wir haben nicht geklatscht. Oh, du hast recht. Wir müssen uns ja synchronisieren hier vor dem Mikro. Genau. Hi und herzlich willkommen zu Episode vermutlich 116b des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns wieder hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje-Müllers, guten Tag. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und wir sind schon wieder nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt wieder... Der Tom. Hallo. Und zu deiner zweiten Rechten sitzt... Markus. Hi. Und zu meiner Rechten sitzt... Matthias Gimmi-Schöffrath. Hallo. Und du wolltest uns sagen, worum es geht? Genau. Wer eine korrekte Skizze der Sitzreihenfolge einreicht, kriegt ein Dankeschön per E-Mail. Genau. Wir sind wieder auf der Drakon. Also wir sind nicht wieder, sondern wir sind noch immer auf der Drakon. Aber wenn ihr das hört, ist das wieder eine Folge, die wir auf der Drakon aufgenommen haben, weil wir klug sind und uns gedacht haben, demnächst kommt ja nochmal so eine Lücke im Sendeprogramm. Und damit wir das nicht ausfallen lassen müssen, wir haben schon so viel dieses Jahr ausfallen lassen müssen, nehmen wir einfach noch was auf. Und in guter alter Dorpcast-Sonderfolgentradition ist die zweite dieser Sonderfolgen wieder eine Medienschau. Ihr habt schon gemerkt, wir sind wieder zu fünft. Ja, das heißt, es geht diesmal nicht nur darum, dass Thomas und ich uns gegenseitig die Bälle zuspielen, was wir an schrecklichen Dingen gesehen, gelesen und gespielt haben, oder auch tollen Dingen, sondern wir haben jetzt auch wieder unsere Dorfkollegen hier, die das ebenfalls sagen werden. Genau, wir verwenden dasselbe System wie zum Beispiel damals in der Frauen im Rollenspiel-Episode, wo wir Mairi und Miriam noch zu Gast hatten und jeder nur ein Medium mitgebracht hat. Anders als in der Folge, wo wir Ralf Sandfuchs zu Gast hatten und die Folge so lang geworden ist, dass wir Zeit draus gemacht haben. Deshalb hoffen wir, dass wir das halbwegs kompakte durchbringen wollen. Worüber wir im Vorfeld überhaupt nicht gesprochen haben, ist, in welcher Reihenfolge wir das jetzt abfrühstücken wollen. Dementsprechend fängt Thomas einfach mal an. Okay, fange ich dann an. Du als Wortführer kannst das hier direkt mal vorlegen, damit die anderen einen Eindruck davon haben. Hört ihr überhaupt den Dogcast? Ja. Ja, teilweise, wenn es mich interessiert und... Teilweise sogar bevor alle anderen sie hören, weil ich sie zuerst mal runterladen kann. Ich bin fast bei, aber sobald ich am Ende bin, höre ich wieder ganz andere Sachen. Also ich muss gestehen, ich höre meistens die Medienschau. In der ersten Episode oder so insgesamt? Ich bin irgendwo mittendrin eingestiegen und ich höre dann immer, bis es nichts mehr gibt. Und dann wechsle ich auf einen anderen und hole den bei und... Aber dann wisst ihr ja ungefähr, wie unsere Medienschau funktioniert. Ja, ja. Nicht. Gut, dann fangen wir damit an. Genau, ich habe eine Fernsehserie gesehen und zwar Akte X, die 11. Staffel. Akte X ist 9 Staffeln lang gelaufen, von denen ich durchaus 5 bis 6 als gut einstufen würde. Und von da aus ging es dann nach einer kleinen Senke plötzlich sehr steil bergunter. Aus meiner Sicht kam ja, glaube ich, die 7. Staffel oder so etwas. Da ist die Qualität nicht abgefallen, sondern da kam die Qualität, ist auf dem Weg zur Arbeit irgendwie von Leuten mit Brechstangen aufgelauert worden und die haben denen die Kniescheiben zertrümmert. Bist du eigentlich Akte X halbwegs textfest? Nee, ich habe die ganze Serie einmal am Stück gesehen, sozusagen. Nach und nach die ganzen DVDs, aber darüber hinaus nicht viel. Weil wir nämlich bei der Jahresumfrage auch mehrere Leute hatten, die sich eine Akte X-Folge im Stil der Babylon 5-Folge wünschen. Aber da können wir ja mal drüber reden, wenn das Mikro jetzt aus ist. Jetzt würde ich mal fragen, die 11. Staffel, ist das jetzt die aktuell auch im deutschen Fernsehen läuft? Das ist die jetzt aktuell im deutschen Fernsehen läuft. Müsste auch nur laufen, wenn diese Folge ja online geht oder gerade durch sein, irgendwas in der Art. Ich habe die englischen Folgen geguckt, die bei iTunes jeweils irgendwie 24 oder ein paar Stunden nach englischer Ausstrahlung halt verfügbar waren. Habe ich mit der 10. Staffel auch schon so gemacht. Die 10. Staffel war auch insgesamt eher so zum Abgewöhnen. Also es gab 6 Folgen in der 10. Staffel, von denen die mittleren okay waren und die erste und die letzte unfassbar katastrophal. Das sind Chris Carter Metaplot-Folgen, Chris Carter Erfinder der Serie und mittlerweile meiner Meinung nach pures Gift für die Serie, weil alles, wo der seine Finger dran legt, führt zu schrecklichen Debakeln. Das setzt sich in der 11. Staffel fort, die wieder 2 Chris Carter-Folgen hat, wieder die erste und die letzte. Und ich muss ganz ehrlich und ungelogen sagen, die Auflösung des Cliffhangers der 10. Staffel dürfte die schlechteste, uninspirierteste und dümmste, feigste Cliffhanger-Auflösung gewesen sein, an die ich mich in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren erinnern kann. Doch, ja, auch im Akte X-Kontext? Ja, die hatten ja durchaus so ein paar seltsame Anschlüsse. Ich habe im Fernsehen jetzt in Deutsch mitbekommen und ich erinnere mich, also die 10. Staffel, ich weiß nicht, wie viele hat die Folgen, hat die 11. Die hat, glaube ich, mehr als die letzte. Die 11. hat 10 Folgen. 10, doch nur so? Ich dachte, ja. Noch mehr. Okay.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und nach Jahrzehnten bin ich so, okay, was kommt dann jetzt danach? Und ja, es ist ich will das nicht, das muss man selber erleben, aber es ist unfassbar dumm. Und dann dementsprechend sind wir auch schon hart reingestartet. Ich hatte, die erste Folge hatten wir mit im Urlaub, als wir jetzt letztes Mal im Schwarzwald waren. Und ein Kumpel von mir hatte die noch nicht gesehen und setzte sich hin, um die zu gucken. Wir saßen über Eck und er drückte auf Play. Und dann drückte er nach 2-3 Minuten wieder auf Play, stand wortlos auf, holte sich ein Bier, setzte sich wieder davor und machte weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass die Staffel danach besser wird. Und zwar sehr viel besser. Also alles bis auf die erste und die letzte Folge der 11. Staffel würde ich definitiv in den Bereich der guten bis teilweise sogar sehr guten Arctic-Episoden hochsetzen. Mulder und Scully bzw. Duchovny und Gillian Anderson wirken wieder so, als hätten sie Bock auf die Rolle. Das war in der 10. Staffel oft nicht der Fall. Das beginnt damit, dass Gillian Anderson diesmal wenigstens sich wieder ein Herz gefasst hat und die Haare wieder rot gefärbt hat und blond war wie in der 10. lustlosen Staffel. Die Figuren fühlen sich wieder so an. Sie haben tatsächlich eine Charakterfortentwicklung, weil sie so im Prinzip den Mulder-Scully-Shipping-Kram erstmal wieder aufgreifen und tatsächlich weiterführen. Die Figuren erhalten sogar so eine Form von halbwegs manierlicher Konklusion, was nur darunter leidet, dass die halt in der zweiten Chris Carter-Episode wieder der Staffel stattfindet und sich so ein bisschen aus dem Müll freischwimmen muss. Aber nee, hat mir tatsächlich gut gefallen. Ein paar neue Leute hinter den Kulissen, ein paar alte Leute. Es gibt wieder eine Darren Morgan-Folge. Darren Morgan, wer das nicht weiß, ist der Kerl, der immer für die seltsamen, schrägen Episoden zuständig ist. Und er hat auch diesmal eine meisterhafte, schräge Episode drin gehabt. Und ja, nee, also man muss sich, wenn man alles sehen will, durch die 10. wahrscheinlich so ein bisschen durcharbeiten, aber die 11. würde ich sagen, kann man sich guten Gewissens geben. Kleiner Disclaimer, auf Deutsch hat Mulder eine andere Synchronstimme als früher, was glaube ich für manchen abturnend wirken könnte. Im Englischen nuschelt Duchovny genauso ungeniert wie früher. Wie ist denn das so vom Anteil übernatürliches Jagen, Spaß und Metaplot-Folgen? Es gibt zwei explizite Metaplot-Folgen, die erste und die letzte von Chris Carter. Es gibt eine Folge, die den Metaplot zwar tangiert, aber wo er seine Finger nicht dran hatte, die ist ziemlich ordentlich. Also, die funktioniert sogar tatsächlich kohärent in sich und schließt befriedigend ab. Es gibt eine ganze Reihe Monster of the Week-Episoden. Auch so, es gibt mal wieder eine Folge, wo Mulder und Scully durch einen dunklen Wald stapfen müssen. So, das waren ja eigentlich immer gute Folgen. Und, das hat 10 Jahre lang funktioniert. Es gibt keine Scully wird von einem Typen beinahe in den Verbrennungsofen ihres Hauses geworfen Folge. Aber es gibt zumindest auch mal wieder Auseinandersetzung mit Scullys Religionsthematik und wie sie glauben kann, aber nicht daran glauben kann. Das ist durchaus wieder drin. Und die Darren Morgan-Folge tangiert auch durchaus das Verschwörungsthema sehr, aber auf eine sehr besondere Art. Generell ist Fake News und sowas ein relativ großes Thema und die Tatsache, dass Mulder sich damit konfrontiert sieht, dass er eigentlich nicht mehr der coole Aufklärer ist, der halt irgendwie jetzt hier versucht, die Wahrheit der Regierung aufzudecken, sondern dass im Prinzip keiner mehr an irgendwas glaubt, beziehungsweise an alles glaubt, wenn es irgendwie hochkommt und Verschwörungstheorien irgendwie auf der Alt-Right-Seite total gut angekommen sind, wo er sich ja überhaupt nicht irgendwie wie in der Serie, wird tatsächlich in jeder einzelnen Folge thematisiert. Also, ja, aber es besteht da jetzt nicht wieder die Gefahr, dass die sich da so einen metaplotistischen Turmbau zu Babel bauen, der irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, nachdem es da irgendwie staffellang gelaufen ist, oder hat das wieder so Anwandlungen, dass die das wieder versuchen? Könnte man sagen, man kann die erste und die letzte Folge weglassen und den Rest dazwischen problemlos weitgehend suchen. Ja. Es gibt eine Folge, da wird man ein paar Fragezeichen im Kopf haben, aber selbst das geht eigentlich im Grunde. Und ja, da wird nicht mehr viel gebaut werden, weil Gillian Anderson ist ausgestiegen nach der 11. Staffel. Das heißt, da wird kein Turmbau mehr passieren. Das hat dir in vergangenen Staffeln auch nicht abgehalten, damit Geld zu verdienen. Das ist richtig. Nein, aber ich glaube, der Drops ist gelutscht. Aber das werden wir entsprechend jetzt irgendwann demnächst sehen. Ist ja relativ erfolgreich gelaufen. Aber nee, also ist tatsächlich so, wenn man einfach sagt, oder man guckt halt die erste Folge mit, so, ich meine, das sind 42 Minuten des Lebens, da kommt man auch noch drüber hinweg, denke ich. Und dann kann man halt tatsächlich die Folgen 2 bis 9 ziemlich gut gucken. Gut, dann Tom. Ja, wo wir gerade eine Serie haben, machen wir mit der nächsten Serie weiter. Ich habe auf Netflix Violet Evergarden gesehen, eine Anime-Serie, 13 Folgen, die mittlerweile auch jetzt alle zu gucken sind. Die kam halt im wöchentlichen Rhythmus immer eine Netflix weitere Folge. Haut ziemlich viel im Anime-Bereich raus. Oh ja, ja, meine Liste ist auch relativ lang geworden in letzter Zeit. Also mich interessiert ja gar nicht, aber trotzdem sehe ich, dass Netflix mir die ganze Zeit diesen Kram entgegenwirft und ich immer so weg. Die haben ein absurdes Budget für Anime-Serien von einem Jahr oder so locker gemacht. Also Netflix ist ja ohnehin nicht wirtschaftlich, insofern ist das ja einfach, da noch mehr Geld für auszugeben. Aber ich weiß, was du meinst, das ist ehrlich, ich denke auch so, warum kriege ich jetzt
Das und was ist das alles? Aber nebenbei, wenn die letzte Sonderfolge gehört hat, wir essen jetzt gerade die letzte Waffel zwischen uns, also der Rundfunk. Alte Waffeln, die der Scorp uns hier irgendwie aus seinen Resten vermacht hat, oh ja, so, möchte ich anmerken. Aber Tom war ja mit der Bagger, bitte. Genau. Ich habe die auf Japanisch gesehen mit deutschen Untertiteln. Ich bin mir gerade unsicher, ob es dann eine deutsche Synchro gibt. Ich glaube nicht. Kann aber sein, dass die noch eine deutsche Veröffentlichung bekommen. Worum geht es? Violet Evergarden spielt im Land Leiden oder leidenschaftlich und die Stadt, die ist dann. Ja, Details. Also ein, das Land ist leidenschaftlich und die Stadt, da ist Leiden. Oder umgekehrt. Sie gerade einen Krieg hinter sich hatten. Violet Evergarden war in dem Krieg halt eine menschliche Waffe, ohne großen Hintergrund oder Familie und so gut wie keine Emotionen. Und ist jetzt nach dem Krieg relativ auf sich allein gestellt und heuert dann bei einem ehemaligen Soldatenkameraden von ihrem Major an, um Briefe zu schreiben für Leute. Ja, also, wenn man irgendwie mal einen Brief schreiben will, dann geht man zu dieser Agentur, ne, und setzt sich dahin und kriegt dann eine Akora zugeteilt, so heißen die Damen, die dort arbeiten, und dann Briefe tippen für einen. Es ist am Anfang relativ lustig, weil die halt so gut wie keine Emotionen hat, ne, man sagt dann halt, das ist, also wenn du, ja, ich bin ja auch etwas mehr introvertiert, ne, ja. Und nur so, wenn du dann sagst, ja, ich will irgendwie meine Gefühle zum Ausdruck bringen, dass ich die mag und überhaupt und vermisse, ne? Und dann kommt dann bei ihr so ein Satz raus, er hat dich lange nicht mehr gesehen, Punkt. Das führt am Anfang noch zu so ein paar ganz lustigen Szenen. Im späteren Verlauf reist sie dann mehr durch die Gegend und erlebt dann halt mehr Sachen, um nach und nach ihre eigenen Gefühle zu verstehen. Die wird am Ende relativ emotional. Also die letzten Folgen habe ich fast immer eine Packung Taschentücher daneben gehabt, tatsächlich. Oh. Ja, ich weiß. Ja, aber Animes können das gut, ne? Also, ja, also Anime-Serien mit der Packung Taschentücher. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Da gibt es ja ein paar, stimmt. Ah, hat jemand das Niveau gesehen? Das war da immer da. Ja. Danke, Matthias. Ja. Mir lag es auf der Zunge. Aber dir fehlte der Mut. Nein, du warst einfach schneller. Nichtsdestotrotz hat die Serie ein schönes Ende, ein vernünftiges Ende, also wird einen schönen Abschluss, den ich jetzt nicht spoilern will. Obwohl man vielleicht in der Mitte irgendwann so das Gefühl hat, wo will die Serie hin? Ist die denn in sich geschlossen? Ja, also okay. Also die hat ein vernünftiges Ende, wo ich sage, das ist ein schöner Abschluss, der gefällt mir, passt. Weil ich habe halt immer so, ich mag halt Anime-Serien, die in sich geschlossen sind, so Serial Experiments Lane oder Samurai Champloo oder so. Aber, Markus nickt bekräftigend, aber ich mag halt nicht diese 350 Episoden Dragon Ball hast du nicht gesehen oder so, da kriegst du mich halt nicht mehr, aber das ist cool dann, ja. Ach, nimm One Piece mit über 600 Folgen, ja, habe ich mittlerweile, oder Detective Conan mit, wo hängen die, 700, 800? Ja. Es geht immer weiter und weiter. Ja. Oder die Simpsons, das ist ja nicht ein Anime. Wie gesagt, Violet Evergarden, meine Empfehlung, super Serie. Ist auch sehr hübsch, oder? Mhm. Also, nee, hat einen sehr schönen Zeichenstil, muss ich sagen. Also generell, die Welt hat mir sehr gut gefallen. Gut, halt eine japanische Serie mit sehr vielen deutschen Namen. Also, wenn die halt auf Japanisch dann sagen, also quasi übersetzt, dann du bist das Mädchen aus leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Nee, doch, hat sehr viel lustige Szenen, sehr viele emotionale Szenen. Wie gesagt, meine Empfehlung. Alles klar. Ist komplett auf Netflix, wer so will, kann einfach zugreifen. Und der Scope zeigt mit beiden Fingern auf Matthias. Das tut man nicht, ich sag trotzdem mal was dazu. Ich habe in letzter Zeit viele Serien gesehen, aber ich habe auch ein Buch gelesen. Und zwar ein richtig altes Buch, das sich da nennt Magdmilkranar. Das ist womöglich falsch ausgesprochen, weil isländisch und bedeutet anscheinend Powers of Darkness. Das ist ein relativ lustiges Buch, weil es ist eine alternative Version von Dracula, aber halt eine aus der Zeit. Der Dracula-Roman, für den ich mich in letzter Zeit aufgrund von Rollenspielsachen interessiert habe, der ist damals halt gut gelaufen, wurde in viele Sprachen übersetzt und da hat man halt Bram Stoker auch mit dazugeholt. Der stand halt in Kontakt mit anderen Leuten, hat halt Briefe geschrieben, hat bei den Übersetzungen halt seinen Input gegeben. Und es gab halt eine isländische Übersetzung und irgendwie dachte man jahrelang, ja, dann haben die Isländer halt auch einen Dracula. Irgendwann in den 80ern ist dann halt mal irgendwie so ein Dracula-Literaturforscher nach Island gefahren und hat sich das da irgendwie teilübersetzen lassen und hat gesagt so, wow, fantastische Erkenntnis, also in diesem Vorwort zu diesem isländischen Dracula, da stehen ein paar Sachen drin, die in Dracula nicht drin sind, das könnte Hinweise auf geplante Sachen oder wie er damit
mit dem Übersetzer geredet hat und so. Und das war halt die Sensation, dass das Ding halt ein alternatives Vorwort hat. Ja, irgendwann in den letzten Jahren ist dann mal jemandem aufgefallen, dass der isländische Dracula eigentlich nicht so viel mit dem echten Dracula gemeint hat. Das ist nicht wirklich Literaturwissenschaft. Es ist irre. Das Buch, das ist jetzt drei Leute halt, von fünf in diesem Raum haben Literaturwissenschaft studiert. Das ist fast 150 Jahre alt. Man sollte ja meinen, okay, da ist halt jedes Paper zugeschrieben worden, alles zu erforscht worden, ja, als in einem amerikanischen Museum halt irgendwann Briefe von Stoker mit irgendwelchen Schmierzetteln und so entdeckt wurden, die halt Vorarbeit für das Buch waren. Da haben die alle gejubelt, gesagt, ah, oh, das ist voll interessant und so. Aber man sollte meinen, dazu gibt es jetzt alles. Und dann findet man raus, dass die Isländer die ganze Zeit, und die sagen nichts, ne? Die sagen nichts, einen Dracula haben, der im Prinzip völlig abweicht. Ja, das ist natürlich erstmal interessant. Aber es ist halt auch ein interessantes Buch, es ist ein gutes Buch, weil wer mal versucht hat, den Original Dracula zu lesen, der weiß, das ist halt in einer Briefromanform geschrieben, das sind halt alles Tagebücher und Briefe und irgendwelche Notizen, die sich der Arzt macht, irgendwelche Tonaufnahmen, die transkribiert wurden, also irgendwie alles Dokumente, die von handelnden Figuren erzeugt werden. Und es liest sich bisweilen ein bisschen länglich, weil einerseits diese ganzen Leute ja alle keine Ahnung haben und du da als Leser sitzt und sagst, das ist eine verdammte Vampir hier, Blut, Satanismus, sonst was. Und die Figuren sagen, ja, dieser seltsame Graf, und das wirkt mir ein bisschen unheimlich. Und das ist halt für jemanden, der weiß, worum es geht, ist es natürlich so ein bisschen, es dauert, es zögert sich und dann sind die ja dauernd sich gegenseitig am Versichern, wie lieb die sich haben und ja, nein, ihr tapferen Männer, habt euch alle so lieb. Nee, Mina, wir haben dich auch lieb, die haben sich alle sehr lieb. Und wie gesagt, es ist eine coole Story, die ich mit jedem Mal, wo ich das Buch lese, ist jetzt zum dritten Mal, dass ich den Original Dracula mehr oder weniger durch habe und mit jedem Mal erkennt man dann mehr, dann gewinnt man das was lieber, zumindest ist es bei mir so. Aber es ist jetzt kein Page-Turner. Das muss man sich manchmal so ein bisschen zu zwingen und manchmal auch so, okay, immer noch nicht. Na, man hat manchmal so den Impuls, das zu überblättern. Und das ist das isländische Ding halt gar nicht. Das isländische Ding, das geht halt super ab. Da passiert halt dauernd was. Und es ist als Serienroman erschienen, also praktisch Kapitel für Kapitel. Und es ist halt ein bisschen anders und komisch. Vor allem die Namen sind halt so ein bisschen anders. Also zum Beispiel gibt es halt den Charakter Wilhelmina Murray im Englischen, die hat später den Harker heiratet und dann halt Harker heißt und im Englischen Mina genannt wird. Weil Wilhelmina, Mina. Das ist anscheinend irgendwie unisländisch, weswegen die Wilhelmina halt im Isländischen Wilma heißt. Naja, und so ein paar Namen sind anders. Ein paar Sachen sind aus irgendwie komischen Gründen geändert, wo halt vermutlich, weil das irgendwie für das isländische Publikum irgendwie keine Ahnung was ist. Es sind da teilweise auch so ein paar seltsame Sachen drin, wo die Isländer halt für keine Ahnung, bestimmte Tierarten kein Wort haben oder so, was das halt so ein bisschen drumherum ist. Ist das denn auch vom Setting geändert? Also ist es Transsilvanien und London? Ja, das ist es. Und zwar fängt das halt damit an, wie auch der Original Dracula. Dieser junge Anwalt aus London, der wird halt zu diesem seltsamen transsilvanischen Grafen geschickt, der da halt gerne Grundstücke kaufen will und so ein bisschen englische Kultur lernen will. Und der hat halt anscheinend Geld wie Heu. Und als Service in dieser Zeit, als Service noch großgeschrieben wurde, für die, die ihn bezahlen konnten, da kriegt er das Komplettpaket und kriegt halt einen zivilisierten Engländer vorbeigeschickt, der halt seinen Umzug halt für ihn vorbereitet. Und das fängt halt relativ harmlos an. Der wird da bewirtet, bemerkt so ein paar Sachen. Der Graf ist halt abends da und tagsüber weg. Der isst nie was und all so ein Kram. Und das ist halt wie im Original, aber es dehnt sich halt aus und es wird halt zu so einer richtigen Spukhaus-Episode. Und der Bram Stoker, das ist halt ein relativ trockener, züchtiger Engländer, der da halt höchstens mal Sachen andeutet. Und das ist bei den Isländern anscheinend gar nicht so. Also dieser Dracula ist ein brutaler Lüstling, der halt über irgendwelche Eskapaden mit Frauen und irgendwelche brutalen Untaten seiner Vorfahren redet, der da halt gruselige sozialdarwinistische Theorien hat und der kommt da wirklich rüber wie so ein Barbarenfürst, der halt aus einem anderen Zeitalter der Moderne ist und halt den modernen Charakter halt sehr verschreckt, der sich natürlich nicht traut, was zu sagen. Und dann kommen halt Sachen, er wird im Schloss rumgeführt, er erfährt da Geschichten, so aus der Vergangenheit angeblich, also was die Vorfahren des Grafen getan haben, aber wo halt relativ klar ist, dass das halt
der unsterbliche Graf ist und dass es persönliche Ereignisse sind, wenn er dann halt Sachen erzählt und dann halt immer mehr Details erzählt, die er nicht wissen kann, wenn er nicht dabei gewesen ist. Und auch macht er anders, der sperrt ihn ein. Anstatt dieser drei Draculas Bräute gibt's halt eine Prinzessin, die da halt umgeht und... Aber diese ganzen Änderungen gegenüber dem Original, sind die jetzt vom Übersetzer gemacht worden oder wie im Vorwort angedeutet in Kooperation mit Bram Stoker? Das ist so ein bisschen unklar. Das ist halt, glaube 2017 im März oder so rausgekommen, auch das Buch. Davor hat der Mensch, der es rausgefunden hat, hat gesagt, dass er es schreibt und hat dann... Da kann man halt noch forschen. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Dokumente, die man finden kann und so. Prinzipiell stand in Briefkontakt und es ist unklar, ob dieser isländische Autor halt Zugriff auf das... auf die Originaldokumente hat, weil Stoker hat sehr viel an dem Ding rumgebastelt. Also er hatte viele alternative Fassungen, es gibt so ein alternatives Prequel-Kapitel und sonst irgendwas. Das heißt, das ist im Prinzip halt eine Schnittfassung, zu der sehr viel mehr Material zu lag. Und ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich ein Director's Cut ist oder eine alternative Geschichte oder ob der sich einfach Sachen aus den Fingern gezogen hat. Es macht den Eindruck, dass er halt Stokers Segen hatte, das zu tun. Und es ist ein bisschen unklar. Es wird auf jeden Fall unglaublich aus, Kapitel für Kapitel erlebt er in diesem Gruselschloss Sachen und das sind Sachen im Keller gehen, hat Satans Messen ab und er merkt, dass Dracula halt nicht irgendwie so ein böser Graf ist, der da halt irgendwie nach jungem Londoner Blut lechzt, sondern dass da tatsächlich der an der Spitze einer satanischen Geheimgesellschaft steht, die plant, England von innen zu übernehmen, die Kontakte zu wichtigen Schlüsselfiguren der Politik und des öffentlichen Lebens hat und halt plant, irgendwie England in ein Satans-Vampirland zu verwandeln, wenn sie damit durchkommen. Und er kann nichts dagegen tun. Er kommt da, nachdem er da durch dieses Schloss, und das ist ein reiner Dungeon, also das hat Flügel und hat irgendwie noch hier einen Turm und da einen Treppenabstieg und er kommt da rum, dann kommt er nicht durch und kann vom Hof aus was anders sehen. Dann versucht er auf die andere Seite zu kommen. Kapitel für Kapitel versucht er dieser Ruine zu entkommen und kann er da irgendwann rausklettern. Und ja, wie im Originalbuch ist es dann raus und dann geht das halt weiter in London. Und das ist dann halt super schnell. Also, wo das halt im Prinzip das Intro für das Originalbuch ist. Ich habe keine Ahnung, ob der keine Lust mehr gehabt hat oder ob der die Leser nicht mehr hat. Also dieser ganze Kram am Anfang, das sind zwei Drittel des Buches, wo der nur in diesem Schloss rumspielt. Und die ganzen bösen Pläne des Grafen und was der da rauskriegt und so. Und ich finde das halt super interessant. Aber dann, Dracula kommt da halt irgendwie an und dann ist das halt alles dieser Kram, den man kennt hier mit Lucy Westenra und den Engländern und dem Irrenhaus und dieser ganze Krempel, Renfield, Van Helsing. Das geht dann im Zeitraffer-Tempo los und am Schluss kann Dracula dann halt nicht mal zurück nach Transsilvanien entkommen, um da halt im Schatten seiner Schlossmauern gemeuchelt zu werden, sondern die sahen dann einfach, ach Kacke, der ist ja hier in dieser alten Abtei und brechen da ein und schlagen ihn tot. Also der, so wie man das halt in manchen Filmen hat, der liegt halt in seiner Kiste und wird praktisch gepfählt und kann da gar nicht mehr viel machen. Das ist halt interessant, weil es halt so viele, ich meine, dieser Dracula-Stoff, der ist halt so bekannt und so oft verarbeitet. Und es ist halt sehr viel mehr an diesen eher palpigen Film-Draculas dran. Der Typ ist halt wirklich eher eine Bedrohung. Der Original-Dracula ist ja näher an einem Serienmörder dran, ja, der halt so umgeht und seine Opfer sucht, aber halt nicht irgendwie den größeren Plan verfolgt oder ich sag mal, das ist kein Weltrettungsplot. Das ist hier halt schon gegeben und auch einfach dieses, ja, jetzt haben wir alle Effekte gezeigt und alle hübschen Frauen einmal ausgezogen und jetzt fällen wir das Biest in der Kiste und dann sind wir fertig für Teil 3, Draculas Rückkehr oder sowas. Das ist halt lustig, weil dieses Buch hat ja keiner gekannt, aber dass im Prinzip der damals schon, das ist halt auch 18 irgendwas 90, antizipiert hat, dass sich das halt sehr viel besser verkonsumieren lässt. Und das Buch, das liest sich auch, ich meine, diese Ausgabe hat halt einen Sack voll Übersetzungsfußnoten zu dieser Ausgabe, zur Entstehung, zur Hintergrundgeschichte, Artikel, Pläne des Schlosses, weiß der Teufel was. Aber wenn man einfach nur den reinen Buchtext liest, das liest sich super flück, das ist halt eine längere Zugfahrt und dann hat man das durch und hat alle wichtigen Punkte abgehakt, aber es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Ganz kurz, um es dann so zusammenzubündeln, was du, glaube ich, nicht klar gesagt hast, du liest nicht isländisch, es gibt eine englische Ausgabe, das ist die 2017er Ausgabe. Genau, das ist die Übersetzung halt, die isländische Ausgabe, die hat die ganze Zeit rumgelegen, die hätte man immer lesen können, aber eine englische Ausgabe kann man erst jetzt lesen, seit kurzem. Und die englische Ausgabe, die isländische Ausgabe.
Die englische Rückübersetzung der isländischen Übertragung der englischen Geschichte. Ja, genau. Wie immer gilt, ne, Links sind in den Shownotes. Ich denke, dann können wir auch weiterrücken zu Markus. Zu mir, ja. Ich habe einen Film geguckt, tatsächlich nochmal auf Blu-ray gekauft. Ja. Nicht gestreamt. Nicht gestreamt, nicht über Netflix, nicht runtergeladen aus dem Netz, nicht abgefilmt aus dem Kino, nein. Wirklich Blu-ray. Und zwar den Thor Ragnarök. Oder deutschen Entscheidung. Tag der Entscheidung. Ja, genau. Ja, ich habe auch gewundert. Ja, wir hatten uns letztens gewundert. Also der erste Thor ist ja Thor. Mhm. Der zweite ist ja im Englischen The Dark Kingdom und im Deutschen The Dark World. Genau, richtig. Ja, also ja, ich dachte nämlich auch so, okay, und jetzt kriegt der dritte statt Ragnarök, was man ja auch nehmen könnte ohne Übersetzungsprobleme in deutschen Untertitel. Ja, aber ganz das so ja, Nazi-mäßig, sollte man das... Ja, aber ganz im Ernst, seit aus Captain America, The Winter Soldier, The Return of the First Avenger geworden ja, ist, überrascht mich ja, gar nichts mehr. Gut, sei es gegeben. Ich muss sagen, ich mag die Thor-Filme, den zweiten, der hat so ein bisschen Momente, fand ich jetzt mit den schwächsten von den dreien. Insgesamt von der ganzen Marvel-Reihe. So, hey, Loki! Was war noch in den anderes in dem Film? Ja! Loki kommt im zweiten nicht. Doch, er hat was sehen. Ja, aber nicht so viel wie im ersten oder im dritten. Ja. Also im dritten ist. Der dritte ist erstmal bunt. Ja. Also, das hat man vielleicht auch im Trailer gesehen und das zieht sich tatsächlich auch durch den ganzen Film durch. Ich sag mal, wo der erste Thor halt cooler, solider Actionfilm und Einführung von Thor war, mit seinen auch durchaus lustigen Momenten und durchaus ernsten. Der zweite eben, ja, schon ein bisschen düstere Richtung geht, ist der dritte bunt und es passt. Also, sie haben zwar auch die Schurkin, die man ja auch im Trailer sieht, nämlich... also die Todesgöttin, Schauspielerin, wer war das? Charlize Theron? Nee, die Frau, die Gladiator spielt, das jetzt feindlich. Es ist nicht Charlize Theron, es war... Blanchett. Kate Blanchett, genau. Okay. Gott. 5 Euro die Nerdkasse von uns allen, ja. Ich war mir gerade tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Ich habe den Film nicht mal gesehen. Ja, ist gut, doch. Nee, und die halt auch ziemlich düster und brutal drauf ist, aber man muss sagen, dass das trennt sich halt am Anfang, weil man halt Thor und sein Bruder Loki relativ schnell von der Schurkin trennt, die auf Asgard ihren Kram macht und Thor halt auf, ja, diesen Müllspieleplaneten buxiert, wo ein irrer Jeff Goldblum in Glitzerroben das Kommando hat und... Jeff Goldblum oder verkörpert er irgendeine Rolle? Nee, also es ist schwierig zu trennen, es ist, ich also, glaube es... Also er spielt den Grandmaster, aber ja, wenn du Jeff Goldblum-Interviews guckst, ist er sehr ersetzt. Also ich kann sagen, also er hat eine Rolle, aber ich glaube, die haben einfach gesagt, zieh das an und du machst das schon. Du bist Jeff Goldblum. Jemand schrieb mir neulich auf Twitter, Jeff Goldblum ist ein Geschenk an die Menschheit und das möchte ich so einfach unterschreiben. Ja. Also der Film guckt sich teilweise auch echt so eine Buddy-Komödie, weil er hat halt sehr viel mehr Thor-Loki und Thor-Hulk-Bruce-Banner-Dinger, wo du einfach nur denkst... Das meinte ein Arbeitskollege zu mir so. Ich würde mir eine komplette Serie anschauen, ja, die nichts anderes ist außer Thor und Hulk. Das lustige Abenteuer im Weltraum. Genau, also genauso guckt sich der Film. Er hat natürlich Anknüpfung an den großen Marvel-Meta-Plot. Er knüpft natürlich auch an die Thor-Filme an, also gerade am Anfang, den zweiten Emitter, damit das, ich glaube, das kann man jetzt spoilern, dass Loki ja... Darf ich das sagen? Ja, bitte. Ja, das ist Loki ja in Verkleidung von Odin, die Macht auf Asgard übernimmt. Und das nimmt er halt direkt am Anfang auf, löst es aber auf und auch wo Odin hin ist. Und um im Prinzip dann direkt am Anfang mit dem Plot, komm, das müssen wir jetzt noch abhandeln, damit wir hier unseren lustigen Buddy-Action-Film machen können. Es gibt noch einen Einschlag von Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, den aber, glaube ich, einfach auch nur, wir haben ihn am Set, wir können ihn benutzen, reinpacken. Und ja, dann legen sie im Prinzip los, wie Thor sich versucht, von diesem Planeten zu entkommen. Mit Hulk, beziehungsweise nachher Bruce Banner. Und es während eben seine ja, Hela auf Asgard die Macht übernimmt und ihren bösen Plan umsetzen will. Ja, das Ganze ist ja von Taika Waititi gedreht. Ich wollte gerade sagen, ja, der hat ja schon neuseeländischer Regisseur, was war das andere? Sein What We Do in the, the Shadows. Ja, ich glaube schon. Genau. Im Deutschen, glaube ich, Zimmer, Küche, Sarg. Der Vampir-WG-Film. Und er meinte auch so, ja, ich finde Chris Hemsworth ist ein total cooler Schauspieler und dem muss man mir lustige Rollen geben und das habe ich eben hier versucht und habe den auch immer machen lassen. Und er hat halt Dinge oder denkst dir auch manchmal, hat er es jetzt wirklich gemacht oder ich hatte so ein Drehbuch. Also es gibt halt Dinge, wo Chris Hemsworth als Thor, weil das ist ja, ich meine, es ist Thor. Er ist super stark, er hat seinen Hammer, er haut Dinge zu Klump, er kann mit dem Hammer fliegen und Kram.
aber eben ist nicht so schade, auch mal irgendwie so voll ins Fettnäpfchen zu treten und trotzdem so, alles gut, also das muss so sein. Ich finde, die besten Momente im ersten Tor sind zum einen die Szenen, in denen er überfahren wird, das sind ja mal drei, ja. Und so Kulturmomente, wie wenn er im Diner die Kaffeetasse zerdeppert, ja, mit diesem Another. Und der dritte nimmt halt das und dreht das auf 180. Ja, ich finde, es gibt halt eine Szene, wo er mit so einem, also das ist so ein Trainingsball da steht und haut. Und natürlich ganz cool, irgend so ein Fenster, ich schaue so und haut wegen Fenster, tischt so und haut ihr erstmal um. Ich direkt auch so. Sagt ihr Motto, ja, ist gut, auch nicht funktioniert, aber was anderes. Das sind eben so Momente wie aus dem ersten, die er dann auch, ja, nochmal verdreifacht, finde ich. Ja. Ich finde, man kann ihn relativ losgelöst von den anderen Marvel-Filmen gucken. Also es macht Sinn, wenn man vielleicht jetzt die vorigen Tor, die man noch geguckt hat, der erklärt halt, was bei Age of Ultron mit Hulk passiert ist. Aber ich finde, es ist nicht zwingend notwendig, die gesehen zu haben. Nein, also ich meine, wenn man jetzt den Film guckt und unbedingt die Zusammenhänge kennen will, klar, dann gibt es 18 weitere MCU-Filme, die man 17 davor und einen danach gucken kann. Aber ich sehe das auch so. Er hat ziemlich coole Bilder, die auch, also gerade auch der Trailer, der mit dieser von Led Zeppelin Immigrant Song spielt, der auch im Film tatsächlich drin ist. Und teilweise irgendwie so Bilder hat wie aus Rockcovern. Was schon ziemlich cool rüberkommt. Also gerade im Endkampf hat er auch ein paar richtig coole Schauwerte. Also von mir beide Daumen hoch dafür. Hat natürlich auch wieder die letzte Szene vor die Mid-Credit-Szene, die ja sozusagen ein bisschen zu dem Infinity War hindeutet. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt demnächst alles in Infinity War zusammen. Die letzte nach den Credit-Szene ist dann nur noch mal Silly. Ja. Das passt alles sehr gut, so als Überleitung zu dem Film, den ich vorstellen möchte. Ich war nämlich im Kino und habe Pacific Rim 2 gesehen. Ah, Kulturkino. Ja, absolutes Kulturkino. Ich habe den ersten Jahr, da waren wir vor vielen Jahren, während der FeenCon, haben wir den im Kino gesehen und haben uns auch gut amüsiert. Und ich habe mir gedacht, so, ich möchte genau das eigentlich nochmal sehen, nur nochmal mit mehr von allem. Und oh mein Gott, es war genau der Film, den ich haben wollte und so viel mehr. Also, riesige Roboter und Aliens hauen sich so richtig auf die Fresse. Es gibt auch Roboter und Roboter-Action, wie es sich gehört. Es ist immer noch so, dass die zwei Piloten brauchen. Das wird nicht mehr groß erklärt, da sind halt zwei Piloten drin, manchmal auch drei, weil das menschliche Gehirn kann es sonst nicht schaffen, diesen Riesenroboter zu legen. Also die Physik hat komplett Urlaub während der 2 Stunden des Films, da muss man sich überhaupt nicht weiter mit beschäftigen. Er glaubt, das spielt irgendeine Rolle. Irgendwann am Anfang hat man noch neue Charaktere eingeführt, weil praktisch nichts aus dem ersten Film übernommen wird. Völlig egal. Ich habe mich auch später mit anderen Leuten unterhalten. Also gar keine Charaktere aus dem ersten Sinn? Nicht, es kommt ein Charakter vor und einer in Rückblenden. Ich habe mich auch später mit anderen unterhalten, so, sag mal, dieser weiße Typ, der da auch der Pilot ist, war der im ersten Teil eigentlich drin? Ich kann mich nicht erinnern. Also, es spielt überhaupt keine Rolle. So, manchmal hat man B-Movie-Dialoge zwischen Action-Sequenzen, es werden neue Charaktere eingeführt, die sind auch nicht uninteressant, man fängt auch an, die irgendwie noch charakterlich aufzubauen und mit anderen interagieren zu lassen. Im Laufe des Films wird das irgendwann drangegeben, weil man braucht die Zeit, um sich noch Action-Sequenzen geben zu können. Müssen sich ja diesen Roboter melden. Genau. Ist es noch der gleiche? Nein, Guillermo del Toro ist nicht mehr mit dabei. Aber trotzdem sieht der Film auch noch fantastisch aus. Es gibt halt wesentlich mehr große Monster-Action. Wenn du dich mal irgendwann fragst, wenn du einen 70 Meter großen Roboter hast, wenn der umfällt, da passieren normalerweise Dinge. Ist völlig egal. Nein, hier nicht. Das muss einfach cool sein. Die können sich auch schnell bewegen. Wie gesagt, es gibt auch einen bösen Roboter, der sie angreift. Und im ersten Teil war es eine richtig coole Szene. Gypsy Avenger, zack, fährt das Schwert aus zum Ende des Films, obwohl er das schon vorher in mehreren Szenen gebraucht hätte. Im zweiten Teil, so, das Schwert war schon cool. Lass uns dem anderen Roboter 2 Schwerter geben. Zwar Kettensägenschwerter. Die brennen! das ist genau das, was ich sehen möchte. Mehr Unfug. Auch die Aliens machen, die am Ende noch dazukommen, machen mehr Unfug. Es gibt Roboter-Alien-Hybrid-Kram. Die menschlichen Elemente, andere Leute, mit denen ich über den Film geredet habe, meinten, es kann unmöglich sein, dass jemand ein Drehbuch mit solchen Dialogen geschrieben hat. Die müssen vor Ort einfach improvisiert worden sein und dann sind die damit gegangen. Ich fand's total toll. Aber auch, es gibt ein paar Probleme in dem Film, sagen wir mal, zwischen uninteressanten Charakteren, doofen Dialogen, Zeit und Entfernungen spielen gar keine Rolle mehr. Man hat es sehr, sehr, sehr dezidiert auf den chinesischen Markt ausgerichtet. Die neue Basis der Verteidigungsallianz mit den Riesenrobotern ist in China. Das chinesische Militär hilft. Es werden weitere Roboter natürlich ausschließlich vom chinesischen Konzernen, die absolute Hightech beherrschen, hergestellt. Also China ist
ganz super in dem Film. Ja, ich denke, da können wir uns dran gewöhnen. Ja, gut, das ist ein großer Markt, also können wir einfach mal dieses menschenverachtende, militärische, rassistische Regime einfach mal in Filmen legitimisieren. Ich habe zuerst gedacht, ist doch toll, wenn die Welt und die Kulturen so zusammenwachsen, aber das einzige Hintergrund ist, das ist ein großer Filmmarkt und ich will da Geld verdienen, ist egal, wie böse die sind. Das hast du bei dem zweiten Independence Day halt auch ganz hart gemerkt, mit einem chinesischen Charakter, der halt vor allem chinesisch war, um chinesisch zu sein. Und jemand, der in den verliebt war und deswegen chinesisch gelernt hat und dann Sachen wie, hey, sowas können nur die Chinesen hier bauen. Ja, ganz toll. Und Pacific Rim ist das halt, für zwei ist das richtig. Aber in Sydney wollen sie irgendwie so ein Paradeding machen und dann wird halt, es kommt der böse Roboter. Die kämpfen gegeneinander, kriegen so ordentlich aufs Maul und im dann kommen dann die restlichen Roboter von der chinesischen Basis bis nach Sydney, so nach 7 Minuten und verschwinden dann. Okay, so von China aus 7 Minuten, top, die sind offensichtlich gut zentral gelegen. Später, es wird in Japan gekämpft. Kommen von hier von China, die müssen ja an der chinesischen Küste sein, kommen wir nicht rechtzeitig nach Japan. Wir müssen eine alternative Antriebsform mit Raketen erfinden diese Nacht, um dahin zu kommen. So, seid ihr sicher, dass ihr nicht mit euren seltsamen Helikoptern, die diese 70 Meter großen, also 6 Helikopter tragen diese 70 Meter großen Roboter aus irgendeinem Grund an Stahl sein und dann können die ausklinken und die Helikopter fliegen einfach so geradeaus weiter und die Roboter fallen einfach runter. Wie gesagt, Physik, Urlaub, nicht weiter drüber nachdenken. Das ist halt schon echt seltsam. Auch so etwas wie, ja, der Endkampf findet in Japan statt. Coole Referenz auf die ganzen Monsterfilme auf jeden Fall. Nur, ihr Ziel war schon immer Japan, auch schon im ersten Kaiju-Krieg. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr in 30 Jahren und Millionen von Verlusten niemals rausgefunden hat, dass alle Aliens, die im Pazifik rauskommen, immer Japan als Ziel hatten. Das wäre aufgefallen, vor allen Dingen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich meine, das amerikanische Festland ist im ersten Teil angegriffen worden. Wenn man im Pazifik rauskommt und nach Tokio will, gibt es keinen Grund, aufs amerikanische Festland zu laufen. Das war verläuft sich. Das ist schon echt doof. Also, weißt du, die Erde ist rund. Die können doch theoretisch den langen Weg nehmen. Ja, man kommt im Pazifik raus und geht dann einmal die andere Richtung entlang. Da müsste man auch sagen, oh, ach egal. Nee, das ist ähnliche Route. Das ergibt alles keinen Sinn, aber es ist wirklich gut anzuschauen. Die Action ist spaßig. Es gibt so Fett aufs Maul. Am Ende der Endkampf in Tokio, irgendwann landet eine Rettungskapsel und die landet vor einer japanischen Roboter-Anime-Serie. Nicht Robotech. Pet Labor? Nee, auch nicht. Schon verloren. Wie lange ist der? Gundam. Ich glaube, das ist dann ein Gundam-Roboter. Sie landen vor dieser Statue und steigen dann aus. Im Hintergrund nur diese Gundam-Statue. So. Ah, ja, die kennen ihre Hintergründe. Die machen die auch nicht kaputt. Ist also wirklich eine Ehrerbietung, dass sie das nochmal da auftauchen lassen. Fand ich alles ganz toll. Wer auf wirklich Krawumpfilme steht, die wahrscheinlich auch im Kino gerade gut laufen, eher besser als zu Hause, sollte sich Pacific Rim auch 2 auch geben, wenn man den ersten mochte. Wenn man den ersten nicht mochte und den irgendwie doof fand, ja, alles, was du am ersten Teil doof fandst, ist doofer in Teil 2. Alles, was dir in Teil 1 mir gefallen hat, ist auch extremer in Teil 2 drin. Deswegen, ja, für mich der absolut passende Film, genau das, was ich haben wollte, für viele Leute vermutlich. Es gibt im ersten Teil nur einen Satz, der mir jedes Mal die Zehennägel hochkräuselt. Ansonsten ist der Film super. Analog und atomar? Ja, genau. Ne? Wir haben keinen, können keinen mehr rausschicken. Ne? Nein, Gypsy ist analog. Nuklear. Nein! das tut so weh. Ja, ich bin tatsächlich neugierig auf den Film. Ich bin ja nicht so ein Fan des ersten Teils gewesen, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich in den ersten Teil mit der Erwartung von Guillermo del Toro gegangen bin, also dem Mann, der Pans Labyrinth gemacht hat. Das ist schon ein sehr anderer Film. Oder was weiß ich, Hellboy, vor allen Dingen 2 oder so. Und das ist halt das, was ich mit Guillermo del Toro verbinde. Und das ist nicht, was mir Pacific Rim gegeben hat. Wenn ich an Pacific Rim Uprising, heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Oder? Wenn ich an Pacific Rim Uprising rangehe, mit der klaren Erwartung, dass ich hier sowas sehe, wie die Transformers-Filme nur in gut, dann sehe ich durchaus eine mögliche Freundschaft sich mir und diesem Film in der Zukunft. Also was mich am ersten Mal genervt hat, ist, dass der halt so viele Elemente reinbringt, die halt, es ist irgendwie kompliziert machen, irgendwie komisch erklären, irgendwie, wo man denkt, da wird noch was aufgehängt, da hat sich jemand was bei gedacht und es ist eigentlich egal. Und es geht alles von der Roboter-Klopp-Zeit ab. Und das ist einfach, das hat mich bei dem ersten so genervt. Ich habe gedacht, oh, wow, wenn sich Riesenroboter hauen sollen, dann macht es doch. Dafür habe ich doch das Geld bezahlt. Und was nervt denn mich jetzt mit? Muss ich jetzt denken oder kann ich einfach warten, bis da was passiert? Und das habe ich an dem ersten wirklich, wirklich gehasst. Weil
ist, weißt du, diese auch du brauchst diese Zweier-Teams und dieser ganze Kram, auch dieser Werdegang von diesem, ich sag, Hauptcharakter, ja. An dem ich weiß nicht mal mehr, wie der aussieht. Ich auch nicht, aber irgendwie fliegt er da raus und will da lieber an der Mauer mitbauen, weil er das für sinnvoll hält. Also, und das ist doch alles zeitschluckender Mist, der halt von meiner Clocktime runtergeht. Das ist halt früher wie bei WrestleMania, wo da der ganze Hintergrundkram und die halt dann irgendwie 100-mal einmarschiert und so. Ich dachte, nein, ich will fette Männer sehen, die ich da irgendwie auf die Omme geben und genauso hier. Das fand ich am ersten wirklich Bild, den hätte ich lieber gehabt, wenn der einfach auf 40 dann Minuten... Dann solltest du auf jeden Fall den zweiten schauen. Ich werde den mir garantiert irgendwann anschauen. Also, der klingt so, als wäre das eher was sein. Klingt super. Ich mochte den ersten. Ich kann mich jetzt mit Kritikpunkt nicht so anschließen. Ja, der hatte ein paar Charakterentwicklungsdinger, aber ich fand die jetzt nicht so schlimm, dass sie gesagt haben, ja, komm, ihr habt noch keine Roboter kloppen sehen. Gib mal. Der weiter sieht halt, glaube ich, einfach nur nochmal kloppiger aus. Gut. Aber gut. Wir haben alle über Medien geredet. Ja. Genau, den Rest haben wir letztes Mal schon abgefrühstückt. Insofern mache ich noch einmal die Runde. Wenn euch gefallen hat, was wir hier gerade getan haben in dieser großen Runde, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen da ja durchaus Potenzial, nicht zuletzt, weil wir insgesamt personell wieder enger zusammenglucken als noch vor ein paar Jahren. Sehen wir durchaus die Möglichkeit, vielleicht sowas mal häufiger zu machen oder so. Und haut es einfach in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch einzelne Personen im Speziellen gefallen haben, Tom, wo findet man dich? Auf Twitter, @didorp. Unter anderem, ansonsten Facebook, ich bin eigentlich überall irgendwo. Ist klar. Markus, wo findet man dich? Ja, einfachsten bei DeviantArt als Erlkönig. Ansonsten eher weniger über die Dorp. Ja, Matthias? Tanalon Rollenspielforum ist eure beste Chance als Kimi. Genau. Und zusammen sind wir die Dorp. Wir sind eine fettleibige Ballerina, die ihre Feinde skalpiert. Und das ist Transformers 4. Ich dachte, das ist schon Jetzt ziehst du es hier noch runter zum Ende. Komm. Wir haben gedacht, jetzt kommt nur noch hier Sermon, es ist vorbei. Nur gut. Jetzt drückt ihr uns hier noch so einen Kram, ey. Wir sind ein Podcast und dazu noch eine Webseite. Wir veröffentlichen einige Rollenspiele, manchmal davon noch als Buch. Ihr findet uns an verschiedensten Stellen online, also was weiß ich, bei Facebook, bei Google+, bei YouTube, bei Twitter. Man kann uns über RSP-Blogs folgen. Wir sind im Tunnelor mit einer eigenen Rubrik, in die wir stiefmütterlich hineinschauen. Und wir veranstalten die Drakon, aber das ist gerade ein bisschen knifflig. Also die Drakon war ein sehr großer Erfolg. Liegt, wenn ihr das hier hört, auch schon eine Weile in der Vergangenheit. Ist auf jeden Fall cool. Ich denke, wir machen auf jeden Fall eine nächste. Die kommt. Ja. Ich bedanke mich bei denen, die da waren. Ich bedanke mich entsprechend auch bei denen, die uns bei Patreon unterstützen. Das ist der letzte Punkt des Sermons. Unter patreon.com/didorp kann man uns entsprechend unterstützen. Zum Standard, wie wir das heute aufnehmen, tun das 84 Leute. Wir sind nach wie vor glücklich irritiert darüber. Wir sagen herzlich Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Yay. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann in 14 Tagen mit einer regulären Folge des Dorpcast an dieser Stelle wieder. Oh. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Und falls ihr glaubt, dass es eigentlich Folge 115c sein sollte, schreibt es in die Kommentare. Ist jetzt vorbei, wir können es wieder anziehen, ne? Also, so viel wie vorher. Na, ist vorbei. Wie vorher. Nee, synchron mit dir. Du bist überhaupt. Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die $5 oder mehr spenden. Laut Stichtag 1. Juni 2018 sind das 8088, Lambert Behnke, Gerrit Bonn, Andreas Korsten, Tobias Kronert, Daniela, Dorifer, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Greve, Matthias Günther, Dominik Ladek, Heinrich, Lightweaver, René Kulik, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, David Steinkopf, Lilith Snow White Pink, Steam Tinkerer, Stefan T.,
Tunnelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.